Jo Leute, und sandig geht es weiter hier in Paper Mario. Ja, sandig ist gut, denn jetzt werden wir ganz schön viel Sand sehen müssen. Denn wir befinden uns jetzt in der Wüste. Wer ist das denn da? Hallo? Moment, Moment. An der Stelle sollte man, glaube ich, Koopa rausnehmen. Denn das ist Colorado. Hey, hallo, alter Knabe. Hey, na, wie geht's denn so? Man nennt mich Colorado. Ich bin ein Archäologe und reise um die ganze Welt. Momentan durchkämme ich die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen zu finden. Mein Assistent ist losgezogen, um im staubtrockenen Vorposten, der hier ganz in der Nähe liegt, Infos zu sammeln. Leider haben wir bis jetzt noch kein Glück gehabt, aber alles, was ich brauche, ist ein kleiner Hinweis. Dann steht einer großartigen Entdeckung nichts mehr im Wege. Was? Wow, Sie sind Professor Colorado. Ich bin's, Koopa. Ich bin Ihr Nachbar. Es ist großartig, Sie zu sehen. Ich hätte niemals erwartet, Sie hier draußen zu treffen. Ich befinde mich gerade mit Mario inmitten einer Expedition. Ich will genau wie Sie ein Archäologe werden. Hallo, Koopa. Ja, das muss ja Jahre her sein. Nun, wenn du das mit der Archäologie ernst meinst, dann sollten wir mal gemeinsam losziehen. Jederzeit, ehrlich, aber jetzt solltest du dich besser auf dein Abenteuer mit Mario konzentrieren. Du musst eine Sache zu Ende bringen, bevor du die nächste beginnst. Nur so wirst du ein so berühmter Archäologe wie ich. Wow, okay. Sobald wir die Prinzessin und das Königreich gerettet haben, müssen wir beide sofort auf Entdeckungstour gehen. Geschweige denn, wir es überhaupt schaffen. Aber naja, ja, wir haben ja Skill und so, wisst ihr. Und daher soll das wohl kein Problem sein. So. Ja, wir gehen erstmal den Weg entlang. Denn wenn wir weiterhin den Weg folgen, kommen wir in die Stadt. Ja, das ist hier so dieser staubtrockene Vorposten, von dem Colorado gesprochen hat. Und danach werden wir, wenn mit den neuen Infos, werden wir erstmal dann uns weiter hier begeben. Durch die Wüste. Denn hier sieht eigentlich so ziemlich alles gleich aus. Kennt man ja in der Wüste. Und man braucht hier so eine Art Kompass, um sich hier richtig zurechtzufinden. Salam, edle Reise, Reisende. Auch ich befinde mich auf Reisen. So wie ihr offensichtlich auch. Andere Reisende, die ich treffe, sind für mich wie Brüder und Schwestern. Sucht ihr nach einer Stadt, dann folgt diesem Pfad nach Osten. Ein Ort namens Staubtrockener Vorposten wartet am Ende. Achso. Okay, gut. Ja, davon habe ich ja auch schon erzählt. Und hier fangen jetzt so an, schon total ausgetrocknete Palmen drum zu stehen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Staubtrockenen Vorposten. Nee, noch nicht. Aber jetzt. Ein Schild. Willkommen, Staubtrockener Vorposten. Seht ihr? Jawohl, und da sind wir in der Stadt. Ja, und die Musik ist mal wieder cool. Hallo. Hey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste steht ein steinerner Kaktus. Gehst du von dort aus, 3 nach Süden und 2 nach Westen, findest du etwas Besonderes. Aber dennoch musst du suchen. Ich weiß selbst nicht genau, wie man es finden soll, aber du solltest auf jeden Fall dorthin gehen. Hey, willst du noch etwas wissen? Ich weiß über alles Mögliche Bescheid. Ja, und hier kriegt man halt Tipps von wegen, wie man sich in der Wüste zurechtfindet oder wie man alles Mögliche findet. Hä? Was passiert denn jetzt? Was will der Freak denn? Jo, Alter. Der ist aber durchgedreht. Hallo? Moment. Hä? Bist du aus Totton? Wow, das ist ja ganz schön weit weg. Staubtrockene Ruinen. Nein, noch nie gehört. Hört sich eher nach einem Märchen für Touristen an. Pum, pum, pum. Hey, wenn du wirklich nach diesen staubtrockenen was auch immer suchst, solltest du mit dem Infohändler sprechen. Dieser Händler lebt in dieser Stadt und tauscht Informationen gegen Items oder so ähnlich. Sag zumindest mein Freund. Du fragst, ob mein Freund der Händler ist? Ach, niemals. Der Kerl ist viel zu scheu. Aha. Ja, der lügt uns doch an, das merkt man doch schon gleich sofort. Ah, da ist einer von diesen Colorado-Freaks.
Hey, hallo! Ich assistiere dem Archäologen Professor Colorado. Ich kam in die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen auszugraben, aber hier ist es jeden Tag heiß wie die Hölle. Ich bin ständig durstig. Ich will einfach nur nach Hause. Ja, kann ich verstehen. So, und hier ist ein kleines Secret, aber es kennen viele. Wenn man hier rüber springt, kommt man in eine versteckte Passage. Verrat's nicht weiter. Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, kann dir das im Kampf sehr nützlich sein. Zum Beispiel könnten deine Angriffskraft stärker werden oder aber du erhältst nur Münzen für einen Sieg. Aber auch noch andere, viele merkwürdige Dinge könnten geschehen. Aber verlass dich nicht auf diesen Zauber. Er wird sicher nicht in jedem Kampf wirksam werden. Er kann sehr hilfreich sein, ist aber auch völlig unvorhersehbar. Hallo? Hallo du, geht's dir gut? Bist du traurig oder frohgemut? Die große Merle, man mich nennt, keine hübschere, man kennt. Großen Zauber ich vermag, doch umsonst ich ihn nicht sag. Das Glück war bisher, huld dir sehr, hat's dich doch gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß, ob oder wann. Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Okay. Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Oh Mann, ich liebe Reime, ganz ehrlich. Also wir könnten die Mini-Magie nehmen. Für 15 die normale Magie oder Spezialmagie. Wir können alles drei kaufen und das habe ich auch vor, Leute. Ja, das ist nämlich so. Wir können einmal die Spezialmagie kaufen. Und einmal die normale und einmal die Mini. Und wenn wir Ditte machen, dann kommt dieser Zauber öfters vor. Nämlich gibt es dann einmal den Spezialdingens und dann gibt es einmal den normalen und einmal den Mini. Und nicht nur immer den Spezial, der dann selten kommt, sondern es kommt einfach mal öfters. Man kann es, glaube ich, auch immer so öfters man bezahlt, umso eher kommt es dann eventuell auch. Aber da habe ich nicht die Kohle zu und auch keinen Bock zu, da bräuch ich. Das Geile ist, das hält auch für das gesamte Spiel lang. Das muss man nur einmal machen. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann, wir sehen uns wieder, irgendwann. Ich liebe Reime einfach. Das gibt nichts Geileres, ganz ehrlich. So. Am besten mit der höchsten Zahl. Diesmal ist mit der niedrigsten. Tut mir leid. So, da sind wir wieder Mario auf den gesamten Karten drauf. Und yeah. Jetzt sind wir richtig overpowered, Leute. Jetzt sind wir richtig stark. Waren wir zwar schon vor, aber man kann ja nie genug bekommen. Tja, so. Dann werden wir mal. Hä? Hallo? Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten, etwas geben. Okay. Jemand, der zögert, wenn er etwas hergeben soll, ist nicht wirklich nett. Nein, nicht wirklich. Wirklich nette Menschen geben auch wirklich wertvolle Dinge. Der staubtrockene Vorposten wurde vor langer Zeit von Räubern erbaut. Der Anführer dieser Räuberbande war ein Nachfahren des Königs. Der König hat den Eingang zu den Ruinen verborgen. Die Aufgabe der Räuber war es, diesen zu bewachen. Die Legende sagt, dass der Nachfahre des Oberräubers noch heute in dieser Stadt lebt, um die Ruinen von den gierigen Augen von Plünderern zu schützen. Aha, was hast du? Ich hörte, dass ein Archäologe namens Colorado hier ist, um nach den staubtrockenen Ruinen zu suchen. Weißt du was? Selbst wenn er die gesamte Wüste umgräbt, wird er sie nicht finden. Aber es scheint sie zu geben, so wie hier alle sprechen. Ja, komm, das brauchen wir hier nicht. Wir bekommen hier nämlich gleich irgendwie Infos. Was wir dem Typen da gleich geben müssen, dieser grüne Maus. Vor langer Zeit gab es in diesem Land eine Königin. Ja. Ja, will ich nicht wissen. Cool. Hallo. Ein sehr herzliches Geschwisterpaar lebt auf dem Sternschnuppengipfel. Aha, mehr lieblich und so. Ich wurde hier. Ja, haben wir auch schon gelesen. Ja, man muss hier mit allen sprechen und irgendwann kriegt man solche. Ah, dem muss man wieder folgen. So. Hallo, bleibst du mal stehen? Hier muss man nämlich Gegenstände kaufen in einer bestimmten Reihenfolge. Willkommen, Reisender. Dies ist die Mini Mausers berühmter Laden im staubtrockenen Vorposten. Für was würden Sie sich interessieren? Kaufen, lagern, mitnehmen. Kaufen. Gerne doch. Sie wollen. Ja.
Keller mit Tiefpreisen, aha. Hier war es irgendwie so, man muss einen Staubhammer kaufen und danach einen Trockenpilz. Oder einen Trockenpilz und dann Staubhammer. Ja, irgendwie so war das. Das war die Kombination. Und dann kann man das dem Typen geben und dann kommt man durch und kann mit dem labern, mit der grünen Maus. Aber ich weiß nicht, wer einem diese Informationen gibt. Ja, ich überfliege das jetzt nur einmal alles. Meister Mustafa. Aha, okay, Mustafa, vergessen. Ja, ich habe das halt keine Lust, jetzt alles zu lesen, weil die labert sowieso nur irgendeine unnötige Scheiße. Moment. Vielleicht sagt der hier jetzt noch weitere Informationen und nicht nur, dass es hier diese mit dieser Statue, sondern gefährlich. Wenn du den Wirbelsturm erfährst, wird er dich davon wehen und du verirrst dich. Ist so. Auch Banditen treiben hier Unwesen. Sie erscheinen aus dem Nichts, rempeln dich an und stehen dir einfach Münzen. Viel man erzählt man sich, du hörst besser genau zu, denn ihr wisst es ohne Gnade. Hey, willst du noch mehr wissen, Dior? Hey, wisst du was? Ich verrate dir, worüber nicht viele Leute Bescheid wissen. Geh nach Süden, nachdem du die Stadt verlassen hast. Bald triffst du auf eine Oase. Sie ist ein wahres Paradies. Ich gehe manchmal dorthin. Wenn du dich ausruhen willst, ist es ein perfekter Ort für dich. Möchtest du noch etwas wissen? Ja, das wusste ich mit der Oase. Da gehen wir sowieso jetzt nicht hin. Hey, weißt du was? Weißt du, was ich gehört habe? In der Wüste stehen drei Bäume, die ein Dreieck bilden. Man sagt, dass du etwas finden wirst, wenn du in der Mitte des Dreiecks in die Luft springst. Nur weiß ich leider nicht, wo diese drei Bäume stehen. Tja, die Wüste ist groß und alleine weiß ich alles weiß ich auch nicht. Aha, okay. Hey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste stand. Also, jetzt fängt er wieder von vorne an. Ja, der erzählt halt eigentlich so die ganzen Geheimnisse, aber so richtig schlau wurden wir dadurch nicht. Mein Freund ist scheu. Er hat Angst vor Fremden. Ja, merkt man. Wie war's, Kumpel? Willst du Prinzessin? Das ist knackig. Aha. Och Mann, ich will jetzt die Informationen wissen. Und er läuft immer nur vor uns weg, wenn wir mit ihm sprechen, weil er Schiss hat. So, dann gehen wir doch mal hier hin, sprechen mal mit dem. Reichtest du das Wort an mich? Ein Komponist bin ich. 1000 Lieder sind in mir. Ich wünschte, ich könnte einen herzreißenden Text ersinnen. Ich will Musik komponieren. Vorgetragen in wundervollen lyrischen Texten. Das ist mein großer Wunsch. Singt er uns nicht das Lied vor, wo das dann gesagt wird? Nee, schade. Och Mann, wo kriegt man denn jetzt diese Informationen? Ja, es ist natürlich doof, wenn ich euch einfach nur sage, dass man das so machen muss, aber man will ja natürlich auch wissen, wo man das... Woher man das dann weiß? Jetzt kommt ein Quiz, ja, ich will es versuchen, dann kriegt man Sternsplitter, wenn man das richtig beantwortet. Den gibt's ab und zu mal, der läuft hier irgendwo rum. Frage, wie lautete der Name von Gumbarios kleiner Schwester? Gumget, Gumbalina, Gumbaria natürlich. Düdel. Jo, das ist richtig, korrekt, Gratulation, hier ist ein Sternsplitter. Geilo! Tudelam! Geil! Ja. Bisher haben wir eine Frage richtig beantwortet und sind jetzt derbe cool. So, ist hier noch was? Ne, hier ist auch nichts. Gut, war hier was? Ne, hier ist das Todhaus, oder? So, wir haben aber mit der Maus da hinten auch nochmal gesprochen und der hat uns keine Informationen. Mit denen haben wir uns auch unterhalten. Hallo? Etwas geben. Ja, ich will jetzt natürlich nichts von meinen geilen Gegenständen was abgeben, ne? So, ja. Tut mir leid, Leute. Ich will hier jetzt auch nicht die ganze Zeit planlos und sinnlos rumlaufen. Und die Informationen nicht erhalten. Sondern wir werden das jetzt einfach tun. Vielleicht kann man den ja bestechen. Aber eigentlich ist es nicht so. Mitnehmen. Ja, Moment, ich lager erstmal hier was. Ich möchte gerne lagern. 32 Items können wir lagern. Geil, dann will ich gerne einen Wackers Kick lagern. Gerne doch. Möchtest du noch was? Nochmal Wackers Kick. Gut. Nö. So, jetzt haben wir nämlich zwei Gegenstände frei. Trockenpilz. Kaufe einen Staubhammer und danach einen Trockenpilz oder einen Trockenpilz und dann einen Staubhammer. Werden wir sehen. Ja, gut, sehr schön. Und jetzt einen Trockenpilz. Mal gucken, war es richtig? Danke, sehr schön. Nee, war falsch. Gut. Das ist die Staubtrockene. Ich bin froh, nach dieser Wüstentour wieder in der Zivilisation zu sein. Trotz des Klimas scheinen viele Reisende hierher zu kommen. Trotzdem gibt es hier nicht allzu viele Touristen. Es ist viel zu heiß. Er betreibt hier den Laden in Schraubtrockenen Vorposten. Ich weiß nicht, irgendwie verhält er sich komisch.
Ist er nervös? Er ist zwar verdächtig, aber hin führt er den Laden. Sein Angebot scheint aus eher durchschnittlichem Zeug zu bestehen, glaube ich zumindest. Oder war es nicht? Was ist das? Eine Trockenpasta? Ja, daraus kann man dann was kochen. Ja, vielleicht gibt uns ja Gumbario die Informationen, die wir haben wollen. Natürlich werde ich jetzt erstmal hier den Trockenpilz mampfen, damit wir den wieder los sind. Man muss als erstes den Staubhammer... Ja, tut mir leid, wenn jetzt vielleicht der Dings darauf geht, der Part. Aber ich will jetzt wissen, wie man normal an die Informationen kommt. Will ich jetzt wissen. Ich werde jetzt Gumbario fragen. Der kann mir das ja vielleicht auch sagen. So, hallo. Untersuch ihn mal. Das ist schick. Er sollte sich mal den Staub abklopfen. Wenn ich nicht wüsste, dass er ein wichtiger Informant ist, würde ich mich von ihm fernhalten. Er ist unsere beste Quelle für alle Arten von Klatsch und Tratsch. Für uns Abenteurer ist er sehr wichtig. Aha. Hallo, das ist Deidra. Der Kerl scheint sehr gelassen zu sein. Wie kann man durch die Hitze nur ruhig bleiben? Ich koche. Ja, das glaube ich dir. Kann man nicht vielleicht durch die Kisten hier irgendwie hoch? Nee, auch nicht. Schade. Ist ja irgendwie komisch. Irgendwie muss man ja wirklich an die Informationen kommen, oder? Gut, dann weiß ich es jetzt wirklich nicht. Dann scheiße ich jetzt wirklich drauf. Der sagt dann bestimmt, dass er ist sehr ruhig. Ich glaube, er ist sehr scheu. Aber ich sehe keinen Grund dafür, dass er so borderlich ist. Oder? Moment. Nee, hier hinten kann man auch nicht hin. Guti, dann ist es wirklich so, dass wir... Ey, jetzt bin ich falsch gegangen. Ja, tut mir leid, der Part geht wirklich dadurch drauf. Nur, dass ich hier jetzt doof in dieser Wüste, in dieser Stadt rumlaufe und nur die ganze Zeit irgendeine Scheiße baue. Ey, ich werde jetzt erstmal den Staubhammer wieder loswerden. Hallo. Ja, ich will nichts kaufen, Mann. Ich weiß, wie man kauft. Ich will eher nochmal... Ja, komm, Lama. So, jetzt ganz ruhig. Willkommen, Reisner. Dies ist der... Ja, genau. Ich verkaufe mich für Verkaufen. Ich verkaufe mich für... Ich interessiere mich, mal. So, eine Münze, dann sind wir los. Nein, ich will nicht noch mehr verkaufen. So, Staub hatten wir als erstes. Jetzt werden wir als erstes einen Trockenpilz. Und jetzt den Staubhammer. So, seht ihr? Wie, was? Ein Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Ist das ein Geheimzeichen, das nur die Freunde von Mustafa kennen? Das heißt, ihr kennt Mustafa. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Ja. Ihr müsstet Mustafa treffen. Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des staubtrockenen Vorpostens. Such einfach den Weg nach oben, mein Freund. Seht ihr? Aber ich weiß nicht, wie man an diese Information kommt. Ich habe es mir nur gemerkt. Tja, tut mir leid. Ihr könnt mir es ja sonst in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie man normalerweise an diese Information kommt. Aber, normal. Egal. Wir, auf jeden Fall ist die Tür jetzt hier offen und jetzt kann man hier längs. Ist das nicht geil, oder? So, und jetzt kann man sich hier oben frei bewegen, bekommt einen Brief und kann hier rüberspringen, way, und kann jetzt hier mit Mustafa sprechen. Wie bist du hierher gekommen? Wer hat dir verraten, wie man diesen Ort findet? Oh mein Gott, er hat seinen Mantel weggeschmissen. Ja, mein Name ist Mustafa. Ich dachte, du heißt Sheik. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Sheik. Du scheinst nett zu sein. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich beobachte dich schon, seit du diese Stadt betreten hast. Ich kann noch immer nicht glauben, dass du mich ohne Hilfe gefunden hast. Ich glaube, du hast wirklich viel Glück. Dein Name ist also Mario. Ich hörte, dass du zu den staubtrockenen Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Daher werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihnen fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Ich überreiche dir dies. Pulsjuwel pulsiert schneller, wenn man sich den Ruinen nähert. Dieses Pulsjuwel ist der Schlüssel zu den staubtrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du in die Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu öffnen. Das ist die Legende. So wie sie jedenfalls erzählt wird. Naja, egal.
Ja, tut mir leid, Freunde. Ich hab kein Plan, wie man jetzt hier Informationen kommt. Trockenpilz und danach so diesen Staubhammer da zu kaufen. Das habe ich irgendwann mal rausbekommen. Und danach nie wieder, ehrlich gesagt. Mustafa ist ohne Frage der Herrscher der staubtrockenen Vorposten, aber er lässt sich so gut wie nie in die Öffentlichkeit blicken. Er ist quasi ein Mysterium, umgeben von Geheimnissen. Wenn ihr euch anständig benehmt, werdet ihr euch keinen Ärger mit ihm bekommen. Er ist ein Tyrann. Bitte genießt euren Aufenthalt hier. Meister Mustafa ist ein wichtiger Mann. Meister Mustafa ist ein großer Mann. Woher ist er? Niemand weiß es. Er verbirgt sich vor seinen... Was weiß ich. Weißt du eigentlich, dass es in Totoro ein Dojo gibt? Dojo meine ich, vor einiger Zeit bin ich dort angetreten und habe mich auch sehr gut geschlagen. Als Anerkennung für meine Leistung habe ich eine Mondkarte erhalten. Du siehst ziemlich fit aus. Wie? Du hast noch keine Karte verdient? Die, mit denen hatte ich ja noch gar nicht gesprochen. Ja, okay. Vielleicht sagt Zink der uns das ja. Meister, niemand weiß es. Schade, der sagt es uns doch nicht. Ja, ich dachte, der singt uns das jetzt vor. Och Mann. Ja, sagt es mir bitte. Es interessiert mich wirklich, wo man diese Informationen herbekommt. Naja, ich hatte das irgendwie noch nur so im Gedächtnis. Auf jeden Fall ist der Part jetzt draufgegangen dadurch. Tut mir leid. Wir sind jetzt hier nur dumm rumgerannt und haben mit irgendwelchen Leuten gesprochen und ich habe vor mich hingelabert. Tja, tut mir leid. Egal. Im nächsten Part geht's dafür aber fit weiter. Wir werden in die Oase gehen, werden dort den ersten Begleiter aufpeppen. Ja, auf Level. Das wird höchstwahrscheinlich Paracarry sein. Nee, wird es nicht. Es wird Gumbario, glaube ich, sein, oder? Doch erstmal Paracarry, das ist am besten. Ja, Paracarry, ich habe mich daran gewöhnt, dass es eine sie ist. Weil er dann auch nochmal durch seinen Panzer schlagt, den ihr zwar noch nicht gesehen habt, aber ich kann euch sagen, der haut rein. Und dann werden wir zu den staubtrockenen Ruinen gehen und dort geht es dann weiter. Dort befindet sich der zweite Boss, so sieht's aus. Also, schön weiter dranbleiben und dann sehen wir uns im nächsten Part genau wieder hier. Und dann geht es weiter, so wie ich es eben gerade gesagt habe. Also bis dann, tschüss!